Verfassungsschutzpräsident Maaßen hat seinem Dienstherrn einen Bericht geschrieben. Darin musste er erklären, warum er bei einem Video aus Chemnitz von einer Falschinformation sprach und warum er keine Anzeichen für eine Hetzjagd sieht. Maaßens Bericht ist beim Bundesinnenministerium inzwischen eingegangen und wird dort jetzt ausgewertet. Auch das Kanzleramt erhielt eine Kopie. Doch was drinsteht, ist noch unbekannt. In Berlin ist Michael Stempfle zugeschaltet. Herr Stempfle, weiß man denn wenigstens in Ansätzen, wie sich Maaßen erklärt? Nein, also wenn die Bewertung im Innenministerium da ist, soll der Bericht erstmal ans Parlament gehen, also Innenausschuss und parlamentarisches Kontrollgremium. Aber man kann davon ausgehen, dass es wieder um diesen Begriff Hetzjagd geht. Kann man von Hetzjagd sprechen? Ja oder nein? Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Und selbst wenn es keine Hetzjagd war, kann man dann von einer Falschinformation sprechen, wenn man es das Video Hetzjagd nennt, obwohl es keine Hetzjagd darstellt. Darum wird es gehen. Auch die Quellenlage ist merkwürdig hochgestellt. Ins Internet haben das ja Gruppen wie zum Beispiel die Antifa Zeckenbiss oder irgendein patriotisches Forum, das das sozusagen als erstes gedreht haben will. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wer hat das eigentlich gedreht? Die Person kennt man noch gar nicht. Und auch darauf wird Herr Maaßen sicherlich verweisen. Mhm. Weiß man denn, warum Maaßen sich überhaupt zu Chemnitz geäußert hat? Nein, aber die Spitzen von Kanzleramt und Verfassungsschutz ziehen da nicht an einem Strang. Das ist ganz offenkundig. Es gab schon in der Flüchtlingspolitik unterschiedliche Auffassungen. Und das Kuriose ist eben, dass die Chefs der Nachrichtendienste ja einmal in der Woche auch im Kanzleramt sind. Da gibt es einen Koordinator für die Dienste, der mit denen spricht. Möglicherweise kommt da auch der Kanzleramtschef mit dazu. Und man fragt sich schon, warum man sich da nicht auf eine Sprachregelung einigt, die dann für alle gilt und die sich alle halten. Genau das ist ja nicht passiert und das ist das Erstaunliche. Und das war Michael Stempfle mit Einschätzungen aus Berlin. Herzlichen Dank.